Redezeit noch mit dazu. Herr Schulz, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Minister Schneider. Erstens Kompliment, Sie haben sich heute sehr gut zu diesem Thema, welches gar nicht Ihres ist, geschlagen, wenn ich das einmal sagen darf. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das Gesetz, über welches hier und heute abgestimmt werden soll, die Rechtslage aus unserer Sicht völlig auf den Kopf stellt. Die Landesregierung kreierte eine Anspruchsposition zugunsten der Kirche auf Zuruf. Die Landesregierung sagt, es gäbe Rechtsansprüche der Kirche, die abgelöst werden müssen. Das Finanzministerium, vertreten durch Herrn Minister Schneider, stellt sich hier ans Pult und sagt, es gäbe Beschlüsse, die 200 und 240 Jahre alt sind und quasi diesen Rechtsanspruch kreiert haben damals, spricht aber gleichzeitig davon, dass es sich nur um Zweckbestimmungen handelt. Nur um Zweckbestimmungen. Eines steht jedenfalls fest. Eine Zweckbestimmung ist kein Rechtsanspruch, jedenfalls nicht im Sinne von Eigentum und Besitz. Gleichwohl wird hier Eigentum verschafft und es wird die Zweckbindung, die hier ja so hoch gehalten wird, schlicht und ergreifend aufgelöst. Das heißt, 60% des Vermögens landen demnächst im Landeshaushalt ohne Zweckbindung, 40% des Vermögens landen im Schoß der Kirche, aber mit Zweckbindung, das heißt mit anderen Worten, die Auflösung der Zweckbindung findet nur teilweise statt. Gleichwohl sieht es offenbar die Kirche als gerecht und billig an, diese Zweckbindung für diesen Vermögensteil, den sie erhalten soll, aufrechtzuerhalten. Also muss man doch davon ausgehen, dass hier ganz offensichtlich der Gesetzgeber bzw. die Landesregierung einzig und alleine treibende Kraft für die ganze Geschichte war und glaubt also, die Kirche hier in irgendeiner Form begütern zu müssen, obwohl sie genau weiß, dass das nicht erforderlich ist. Man hätte also bezüglich des Gesamtvermögens, wenn es nicht nur um das Barvermögen ginge, die Zweckbindung einfach bestehen lassen können, auch bezüglich der restlichen 60%. Und es kann ja nur nicht sein, dass, wie im Gesetzentwurf steht, es hier außerdem nämlich um Bewirtschaftungsfragen geht. Die Bewirtschaftungsfrage steht in der Gesetzesbegründung und diese kann doch nicht Gegenstand der Frage sein, ob jetzt hier Geld in den Landeshaushalt fließen soll oder nicht, sondern es geht ganz maßgeblich auch darum, dass, und so sieht es doch wohl wahrscheinlich aus, der BLB, NRW, hier auch noch ein Wörtchen demnächst wird mitreden wollen, nämlich im Hinblick auf die Bewirtschaftung der in den Schul- und Studienfonds verhafteten Immobilienvermögen, um die es ganz maßgeblich auch noch geht, nämlich das Barvermögen, ist nur ein kleiner Teil. Wenn wir könnten, sehr verehrte Damen und Herren, würden wir hier eine vierte Lesung beantragen. Eine vierte Lesung beantragen. Aber, Herr Mostovizadi, das geht selbstverständlich nicht. Aber die Landesregierung hat die Möglichkeit, über Artikel 67 der Landesverfassung dann, wenn erhebliche rechtliche Bedenken bezüglich eines, nämlich des hier und heute abgestimmten Gesetzes bestehen, eine weitere Lesung zu beantragen. Wir von der Piratenfraktion appellieren an die Landesregierung, diese weitere Lesung auch nach 240 Jahren bezüglich der Vermögensgegenstände der Schul- und Studienfonds anzuregen. Dankeschön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.